Wir alle manifestieren uns ständig, bewusst oder unbewusst. Materie an sich ist eine Manifestation von Energiefrequenzen im Quantenfeld. Wissenschaftler bezeichnen dieses Phänomen als Wellenfunktionskollaps. Fangen wir am Anfang an. Im menschlichen Maßstab nutzen wir unsere fünf Sinne, um mit der Umwelt um uns herum zu interagieren. Diese fünf Sinne, sehen, hören, tasten, schmecken und riechen, ermöglichen es uns, unseren Alltag zu leben und bieten uns Erfahrungen zum Lernen und zur Weiterentwicklung. Sie stellen die Verbindung zwischen der äußeren Umgebung und unserer inneren Welt her. Unser Körper, eine äußerst hochentwickelte Maschine, ist mit Sinnen ausgestattet, die es uns ermöglichen, externe Signale an unser Gehirn zu übertragen, diese in ein klares Bild der Umgebung, wie wir sie sehen, umzuwandeln und es uns zu ermöglichen, uns frei zu bewegen. Durch Berührung können wir beispielsweise eine Verbindung zwischen unseren Fingern und den Objekten herstellen, die wir sehen, während der Geruch es uns ermöglicht, Gerüche von Dingen wahrzunehmen, die nicht sichtbar sind. Alle diese Wahrnehmungen, ob von sichtbarem Licht, Gerüchen oder taktilen Empfindungen, basieren auf den energetischen Frequenzen, aus denen auch unser Körper besteht. Tatsächlich besteht unser Körper im Wesentlichen aus einer Reihe energetischer Frequenzen, genau wie die Elemente unserer Welt, wie Bäume, Pflanzen, Wasser und Luft. Um dies zu verstehen, müssen wir über unsere Sinne und das Sichtbare hinausgehen und in die unendlich kleine subatomare Welt, also die Quantenwelt, eintauchen. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass wir Konzepte der Physik und Chemie erforschen, nicht der Magie. Im menschlichen Maßstab besteht alles, was wir wahrnehmen, etwa das Wasser, das wir trinken, und die Luft, die wir atmen, aus Molekülen, die wiederum Gruppen von Atomen sind, die auf unterschiedliche Weise verbunden sind. Nehmen wir als Beispiel Wasser. Es besteht aus dem H2O-Molekül, das aus zwei Wasserstoffatomen besteht, die durch kovalente Bindungen mit einem Sauerstoffatom verbunden sind. Diese Atome werden auch von kleineren Elementen gebildet. Und hier betreten wir die Quantenwelt, in der Materie Gestalt annimmt. Auf dieser Skala haben Physiker beobachtet, dass Atome aus einem zentralen Kern bestehen, der von Elektronen umgeben ist, die in einem riesigen Energiefeld kreisen. Dieses Energiefeld, das etwa 99,9% des Atoms ausmacht, besteht überwiegend aus Energie und Information, Energiefrequenzen. Dieses Energiefrequenzfeld ist ein Feld konstanter Information, ohne die das Atom nicht über die zur Bildung notwendigen Informationen verfügen würde und das Chaos aufrechterhalten würde. Nach dieser Entdeckung stellten Forscher fest, dass sich Elektronen, die den Kern in einem riesigen Energiefeld umkreisen, völlig unvorhersehbar verhalten. Sie scheinen nicht den gleichen physikalischen Gesetzen zu unterliegen, die wir im menschlichen Maßstab kennen. Wir unterliegen beispielsweise der Schwerkraft und der Raumzeit, was bedeutet, dass wir uns nicht an zwei Orten gleichzeitig aufhalten können. In der Quantenwelt scheinen diese Regeln jedoch nicht zu gelten. So führten die Physiker Niels Bohr und Werner Heisenberg 1991 die sogenannte Kopenhagener Interpretation ein, die den Welleteilchen- oder Materie-Welle-Dualität hervorhebt. Diese Theorie zeigt, dass ein Teilchen, beispielsweise ein Elektron, erst dann Gestalt annimmt, wenn es die erforderliche Energie erhält, die durch die Beobachtung eines Experimentators beeinflusst werden kann. Dieses Verhältnis der Unsicherheit ist eine der Säulen der subatomaren Welt. In der Quantenwelt scheint alles gleichzeitig in Form unendlicher Wahrscheinlichkeiten zu existieren. Erst wenn ein Beobachter seine Aufmerksamkeit auf ein bestimmtes Phänomen richtet, bricht das unsichtbare Energiefeld zusammen und gibt einem Materieteilchen, beispielsweise einem Elektron, Platz. Tatsächlich scheint sich Materie ab dem Moment zu bilden, in dem sich die Frequenz verlangsamt oder die Wellenlänge zunimmt, wodurch sie nahezu statisch wird und gezwungen wird, einen bestimmten Zustand anzunehmen oder eine bestimmte Wahrscheinlichkeit zu erzeugen. Um es einfach auszudrücken, stellen Sie sich vor, dass in der Quantenwelt der Raum, wie wir ihn kennen, nicht existiert und alle unvorstellbaren Möglichkeiten bereits als unendliche Wahrscheinlichkeiten existieren. Wenn wir auf menschlicher Ebene unsere Aufmerksamkeit auf etwas Bestimmtes in der materiellen Welt richten, das heißt, wenn wir unsere Energie darauf verwenden,
induzieren wir die Bildung einer Wahrscheinlichkeit und folglich scheint Materie Gestalt anzunehmen. Antoine Lavoisier sagte einmal, in der Natur entsteht nichts, nichts geht verloren, alles verändert sich. Dieses Manifestationsphänomen ist nicht magisch, sondern physisch. Die Energie, die unsere Aufmerksamkeit, unsere Gedanken und unser Blick ist, scheint eine bestimmte Frequenz auszusenden oder unsichtbare Informationen im Quantenfeld zu übertragen und liefert so die Informationen und Energie, die notwendig sind, um einen Zusammenbruch der Wellenfunktion herbeizuführen und so eine auf unserer Absicht basierende Wahrscheinlichkeit zu verwirklichen. Viele alte und moderne Physiker und Philosophen erklären dies damit, dass im Nullfeld, wo alles beginnt, die Frequenz extrem hoch und die Wellenlänge sehr niedrig ist. Wenn die Frequenz abnimmt und die Wellenlänge zunimmt, nimmt Materie Gestalt an. Aus diesem Grund finden wir in alten hermetischen Texten von Ägypten bis zum antiken Griechenland Zitate, die besagen, dass alles im Universum Schwingungen ist und dass die Realität, die wir wahrnehmen, ein Spiegelbild der Frequenz ist, mit der wir schwingen. Alles bewegt sich, alles vibriert. Diese Vorstellung spiegelt sich auch in den Worten von Nikola Tesla wider, der sagte, wenn Sie die Geheimnisse des Universums entdecken wollen, denken Sie in Bezug auf Energie, Frequenz und Schwingung. Es scheint, dass wir nach und nach Wissen wiederentdecken, das wir schon vor langer Zeit verstanden haben. Materie ist in gewisser Weise nur die langsamste Manifestation einer Frequenz, einer Form von Schwingung, aber so weit verlangsamt, dass sie für uns im menschlichen Maßstab statisch erscheint. Täglich manifestieren wir unsere Realität, aber das wahre Ziel besteht nicht einfach darin zu lernen, wie man sich manifestiert, wie wir es bereits tun. Es geht darum zu lernen, genau das zu manifestieren, was wir uns wünschen. Mit anderen Worten, bringen Sie unsere Wünsche mit unseren Gedanken in Einklang. Viele Menschen stoßen beim Versuch, sich zu manifestieren, auf Schwierigkeiten, weil sie ihre Gedanken nicht mit ihren Wünschen in Einklang bringen können, was zu Inkonsistenzen führt. Zum Beispiel möchte jemand reich sein, glaubt aber innerlich nicht, dass dies möglich ist. Oder jemand behauptet täglich, er sei mutig, verspüre aber nicht die Emotionen, die diesem Mut entsprechen. Eines der Geheimnisse effektiver Manifestation besteht darin, eine Kohärenz zwischen Gedanken und Emotionen, zwischen Gehirn und Herz herzustellen. Es ist notwendig, eine klare Absicht mit einer positiven Emotion zu verbinden, da diese Kombination die Schwingungsfrequenz ausstrahlt, die auf den Wunsch abgestimmt ist. Diese Kohärenz beschränkt sich jedoch nicht nur auf die interne Ausrichtung. Es muss auch durch tägliches Handeln etabliert werden. Auch wenn wir theoretisch alles manifestieren können, was wir uns wünschen, ist es wichtig, biologisch kohärent zu sein, damit dies funktioniert. Wenn jemand zum Beispiel seine Tage damit verbringt, etwas aufzuschieben, wird er nie die automatischen Gedanken haben, die mit dem Wunsch einhergehen, etwas zu unternehmen. Sie müssen die Veränderungen, die Sie in Ihrem Leben vornehmen möchten, in Gedanken und auch in Taten berücksichtigen. Ihre Handlungen müssen mit Ihren Gedanken in Einklang stehen und so manifestieren sie sich. Obwohl wir Ereignisse unserer Wahl anziehen können, indem wir uns an der Frequenz unseres Wunsches ausrichten, müssen wir dennoch Gelegenheiten ergreifen, wenn sie sich bieten. Aber wir müssen auch Raum für das Auftreten dieser Manifestationen lassen. Denken Sie an das Materieteilchen. Das Elektron nimmt Gestalt an, wenn ein Beobachter seine Aufmerksamkeit darauf richtet. Aber wenn der Beobachter seine Gedanken ablenkt, verschwindet das Elektron und kehrt in den Energiezustand zurück. Wenn Ihre Aufmerksamkeit daher ständig auf die Vergangenheit, auf Fehler oder einschränkende Überzeugungen gerichtet ist, ernähren Sie sich weiterhin von dieser Form der Realität und haben weniger Energie, die Zukunft zu gestalten, die Sie sich wünschen. Um die Zukunft Ihrer Träume zu verwirklichen, müssen Sie sich neu erfinden, was mit der Änderung Ihrer Gewohnheiten beginnt. Albert Einstein sagte, dass die Definition von Wahnsinn darin bestehe, immer wieder das Gleiche zu tun und unterschiedliche Ergebnisse zu erwarten. Sie müssen daher Ihre Gewohnheiten ändern und beginnen, die Maßnahmen zu ergreifen, die ihr neues Ich erfordern würde. Wie Schauspieler, die eine Figur darstellen müssen, müssen sie die Person verkörpern und so leben, die sie werden möchten. Dadurch werden die Emotionen real
und man spürt wirklich die Energie der gespielten Rolle. Im Leben funktioniert es genauso. Du musst sein, was du willst, um zu werden, was du willst. Indem sie täglich Maßnahmen ergreifen und ihre Gedanken auf ihr Ziel ausrichten, kommen sie automatisch auf dieses Ziel zu. Dr. Joe Dispenza, ein renommierter Neurowissenschaftler, erklärt oft, dass es einer klaren Absicht, Gehirnkohärenz und positiven Emotionen oder Herzkohärenz bedarf, damit ein Individuum aufhört, in der Vergangenheit zu leben und die gewünschte Zukunft zu schaffen. Dies liegt daran, dass das menschliche Gehirn nicht zwischen einem Gedankenerlebnis und einem tatsächlichen Außenerlebnis unterscheiden kann. Damit sich ein Gedankenerlebnis real anfühlt, ist es entscheidend, die damit verbundenen Emotionen zu spüren. Wie bereits erwähnt, ist der menschliche Körper darauf ausgelegt, die äußere Umgebung aufzunehmen und den Körper und die innere Biologie entsprechend unserer Interaktion mit dieser Umgebung anzupassen, um sich kontinuierlich anzupassen. Wenn wir beispielsweise den Anblick eines Raubtiers wahrnehmen, reagiert der Körper mit einem Gefühl der Angst und aktiviert den Überlebensmodus, indem er Chemikalien freisetzt, die unsere Biologie so verändern, dass wir der Gefahr begegnen. Dieses gesamte System wird dank der wahrgenommenen Emotion aktiviert. Wie wir alle wissen, können wir viele Emotionen spüren, wenn wir nur an eine Familienerinnerung denken, Musik hören, von unserer Zukunft träumen oder uns unser Ziel vorstellen. So richten wir unseren Körper auf die Frequenz unseres Verlangens aus. Indem wir täglich unsere gewünschte Zukunft visualisieren und uns vorstellen und Emotionen wie Dankbarkeit empfinden, schaffen wir neue neuronale Schaltkreise, die mit dieser Zukunft verbunden sind. Dadurch werden Emotionen eingeschrieben, die unsere innere Biologie und unsere Schwingungsfrequenz verändern und uns auf unser Verlangen ausrichten. Auf diese Weise wird unser Körper zu einem Magneten, der Ereignisse anzieht, die dieselbe Schwingungsfrequenz haben. In diesem Fall ist dieses Ereignis die Zukunft Ihrer Träume.